Willkommen zurück zu Let's Play King's Bounty the Dark Side. Wir haben jetzt das Passwort für die Burg von, wie nennt sie sich denn? Königsburg von Monteville im letzten Part erhalten. Und werden jetzt schauen, was wir dem zweiten König im Spiel stürzen. Und kann ich mich nicht bewegen, weil ich pausiert habe. Okay. Dann, was war das Passwort? Ringstar oder sowas? Ringostar! Ich freue mich, euch in der Boot von Ludwig XII., dem Erbitterten, dem großen König von Monteville, empfangen zu dürfen, Sir Elfenbotschafter. Ihr dürft passieren. Danke, Bruder. Was? Danke, Bruder? Was für ein Schwachsinn. Übrigens, die Kobolde sind mir mittlerweile ausgegangen, also da können wir 20 schon gar nicht mehr nachfüllen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die irgendwo noch nachkaufen haben können. Und bin beim Überlegen, eben die dann bald einmal zu ersetzen, wenn wir jetzt dann noch ein paar weitere verlieren, dass sie dann einfach zu schwach werden durch diese Kampf- oder ja, Kampfalchemisten, oder wie heißen sie? Die Kampfmagier quasi, die was so ein Souvenir auf Portland dann zur Verfügung stellt, die werden dann vielleicht besser. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob sich das mit der Armee beißt, weil das wären ja Menschen und wir haben da alles nicht Menschen. Muss ich nur schauen. Die Burg betreten, jupp. Aha, okay, man betritt die Burg also wirklich, nicht nur in diesem Pop-Up-Dialog-Zeug. Und da drin gibt es jetzt Truppen. Ja. Als Gegner, die ihr schon kennt. Probieren wir mal die Kämpfe zu vermeiden momentan. Lasst sich anscheinend nicht vermeiden. Da in der Mitte könnte man durchgehen. Aha, und da war ja aber der König, Ludwig der Erbitterte. Gibt es irgendwas zum Einsammeln? Ja, da hinten gibt es Gold. Also ich würde zuerst noch, wenn es geht, Schätze einsammeln. Und dann werden wir aber Ludwig einfach da aufs Maul geben, wenn es geht. Aha, da müssen wir jetzt aber an den Wachen vorbei, dass wir da hinten in das Zimmer reinkommen mit den Schätzen. Das ist irgend so eine nette Drachenstatue. Bester, etwas stärker, ja. Es gibt immer eine kleine Trickchen im Spiel. Die gegnerischen Truppen, was einen verfolgen, sind immer ultra langsam. Meistens ist, man kann um sie herumrennen. Machtrune, sehr schön. Die Rüstung des Großmeisters von Monteville. Oh, das klingt aber auch genial. Plus 1 Widerstand gegen alle Schadensarten. Lebendig. Anfangsmoral 50. Steigt nie, sinkt minus 1 nach jedem Kampf. Aber das mit der Moral habe ich, glaube ich, noch nicht erklärt. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie es funktioniert. Aber ich glaube, wenn die Moral von einem Gegenstand zu niedrig ist, dann kann man ihn nicht mehr tragen oder nicht mehr benutzen und muss dann gegen die Wächter antreten. Und ich weiß nur von dem irgendeiner Waffe oder irgendeinem Gegenstand von uns wollte ich upgraden. Ich glaube, den Bronzering eben einmal. Und diese Kämpfe sind meistens ultra heftig, also die will ich jetzt am Anfang vom Spiel eigentlich eher vermeiden. Von daher werden wir jetzt auch die Rüstung... Sie hat jetzt nicht sonderlich spannend klungen, deswegen werden wir uns die jetzt auch nicht anziehen. So, wir könnten jetzt dann natürlich Kämpfe machen, das wird vielleicht sogar uns helfen, dass wir einem Level-Up näher kommen, aber eigentlich wollen wir nur mit dem König sprechen. Machen wir das mal. Wer seid ihr, Nichtmensch? Und was macht ihr in der Burg des Königs von Monteville? Ludwig der Erbitterte, ihr seid schuldig, die Massenvernichtung der Dämonen von Atrixus organisiert zu haben. Schuldig! Im Namen der Dunkelheit verurteile ich euch zum Tod. Aha, okay, Volley-Kampf. Gegen Level 12, Ludwig. 10, 4 und 6. Das verfluchte Kreuz ist auf seiner Seite. Die Schatztruhe ist uns egal. Truppen hat er. Ja, das kann ich eigentlich alles. Wir können mit der Seuche starten. Und da ist er schon irgendwie verflucht worden. Okay, minimalen Schaden. Sehr schön. Kümmern wir uns zuerst wieder um die Fernkämpfer. Das heißt, da mal was rein. Dann da noch den Feuerball rein. Dann, na, wir sparen aufs schwarze Loch. Zack! Und dadurch kann ich mal schwarze Loch benutzen. Ja, sehr schön.
Hat, glaube ich, gut funktioniert. Was, jetzt hat er das Kreuz für uns eliminiert. Und dadurch können wir jetzt ein bisschen an die Front gehen. Aber wir haben da hinten jetzt eh auch 6 uralte Vampire. Die werden auch ein bisschen Terror machen. Schaut soweit einmal gut aus bis jetzt der Kampf. Okay, was war das für ein Angriff? Ah, Geisterklinge hat er da gerade benutzt als Angriffszauber. Das ist auch nicht so schlecht. Er hat recht viele Ritter, muss man sagen, aber ich glaube noch 2-3 Runden, dann sind wir da auf einem überschaubaren Niveau, was wir da noch besiegen müssen. Da würde ich gerne mal eine Giftschädel reinhauen und hoffen, dass das möglichst viel tötet und gut vergiftet. Es hat nahezu gar nichts getötet, das war schlecht. Ja, schaut gut aus. Jawohl, jetzt hat es den sogar noch zurückgezogen, jetzt können wir da die Feuerbälle wieder reinwerfen. Es ist eigentlich alles mega genial, muss ich sagen. Es funktioniert gerade so, wie es sein sollte. So, jetzt benutzen wir aber magische Quelle auf unsere Vampire. Weil wir bräuchten jetzt. Wir brauchen jetzt ein wenig Mana wieder. Das war jetzt dumm. Jetzt hätte es so machen müssen, dass er Gegenangriff kriegt. Aber mir fällt gerade ein, da kann gar kein Gegenangriff kommen. Das heißt, ich muss jetzt beten, dass die Gegner irgendwie die Vampire da angreifen. Ist eigentlich vielleicht wirklich sogar ein sehr dummes Ziel, die Vampire auszuwählen für den Zauber. Ah, Moment, jetzt kann ich mit den Nekromanten vielleicht in die violette Seuche reingehen. Mal schauen, ob sie sich dann wieder beleben. Ja, sehr schön. Da haben wir 2 Nekromanten wieder zurückgehalten. Also Nekromanten, merke ich mir uns, die werden von dieser violetten Seuche geheilt. Das ist gut. So, Ludwig, mein Freund. Das war's für dich. Was haben wir verloren? Ah, noch eine Nekromanten. Okay, hätte vielleicht noch in so eine Seuche reinlaufen sollen. Aber ist okay, hätte ich gesagt. Brutal viel Erfahrung erhalten. Fast Stufe 17 dadurch. Sehr viel Gold. Sehr schön. Der Held erreicht eine neue Wutfähigkeitenstufe. Aha. Mach mal Orkwut. Schaden erhöhen oder Lebensdauer von der dunklen Wolke. Oder Totenmeute. Ah, Totenmeute ist ja das ultimativ teure. Na, dann mach mal Orkwut. Dank der Magie des Studentengürtels erhältst du eine Rune, die deiner Klasse gebührt. Wunderbar. Für deine Leistungen erhältst du eine Medaille. Fürst der Finsternis Stufe 2. Das ist das da, 10% Erfahrung für Begleiterfähigkeiten. Ja, sehr schön. Questlogbuch aktualisiert. Töte die Burgwachen. Aha, jetzt müssen wir noch die 3 Burgwachen da drumherum töten. Dann kriegt man noch einmal megamäßig viel Gold, so viel Erfahrung, dass wir Level Up haben und eine Magierune dazu. Ich glaube, die Krämpfe kennt sie aber alle, von daher werde ich die jetzt einfach so machen. Und wir sehen uns dann, wenn wir die Aufgabe erledigt haben. Die werden wir in diesem Part noch vollenden. Und da sind wir am Ende vom 3. Kampf. Wir haben es fast alles geschafft, ein Level Up erhalten und wir haben die letzte Fähigkeit ebenfalls von Whistler erlernt, und zwar Amor, der Dämon. Was irgendwelche Flüche auslöst. Ich weiß noch gar nicht, wie das genau funktioniert. Deswegen benutzen wir es jetzt einfach immer gemeinsam. Platzieren wir es mal da. Und anscheinend sollte es jetzt eine Statue erzeugen. Oder Dender erzeugen. Und der verflucht dann angeblich jetzt die Leute. Schaut mal so aus, als würde das jetzt momentan nicht machen. Ich glaube, jetzt ist der Kampf nämlich schon vorbei. Die werden jetzt angreifen, gekontert werden und das war's.
Na gut, einen kleinen Trick, falls ihr auch eben das Spiel spielt und da Schwierigkeiten mit diesen Kämpfen habt. Oh, Level Up schon wieder erhalten. Zwei Level Ups jetzt da drin. Ich bin da in dem Hauptthronraum einfach immer herumgerannt, bis das Mana wieder aufgefüllt war, bis ich in den nächsten Kampf reingegangen bin. Weil ansonsten wird es ein bisschen knapp mit dem Mana, weil nach einem Kampf ist meistens das Mana alle. Und so geht's dann, wenn man da drin immer Mana auffüllt, dann kämpft. Das funktioniert. Neuer Titel verfügbar, Albtraum, minus 1 Verteidigung, plus 1 Moral für Untote, plus 2 Moral für Verräter, minus 15% Führerschaftsanforderung für Verräter. Aktueller Titel, die letzte Hoffnung der Dunkelheit, Moral für Untoten, Dämonen und Orks. Oh, den neuen Titel wollen wir nicht, der ist meiner Meinung nach schlechter. Also verzicht mal auf den. So, dadurch haben wir da eine Magierune erhalten. Ich habe auch im Kampf eine Magierune erhalten. Und ja, die Burg haben wir da erobert. Und wir können Erzmagier erlernen. Was bringt uns das? Das speichern wir jetzt kurz ab, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstehe. Meiner Meinung nach müssten wir jetzt abartig viel Intelligenz kriegen. 6 Intelligenz haben wir erhalten. Ein Intellekt für jede Stufe von Magiefähigkeiten, ein Mana für jede Stufe und 1% Mana Wiederherstellung. Hätten wir nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus da mehrere Levels viel mehr Intelligenz erhalten sollen. Aber naja, ich hab's irgendwie nicht ganz verstanden. Egal, wir haben es auf jeden Fall. 6 Intelligenz ist jetzt nicht nix. Mana haben wir auch ein bisschen erhalten. Und ja, war ganz nett. So, gehen wir raus. Und ich sehe gerade, das kann man nur einmal lernen. Das ist so ein einmal investieren. Verdammt viele Runen, aber danach hat man es geschafft. Kann man da jetzt immer wieder reingehen? Anscheinend. Aber eigentlich haben wir es jetzt erledigt, oder? Wir haben da vermutlich einen zweiten König gestürzt, genau. Und haben meiner Meinung nach jetzt Monteville soweit befreit bis auf die Grenzburg. Schauen wir mal da jetzt noch am Ende dieses Part kurz hin und ansonsten werden wir beim nächsten Part uns dann auf die nächste Insel begeben. Da, die Kobolde werde ich jetzt dann ersetzen, da sind jetzt so viele gestorben und die sind jetzt nicht mehr wertvoll. Sind zu wenige, die machen keinen Schaden mehr. Öffnet das Tor und ich werde es zerstören. Wie oft muss ich es euch noch sagen? Es verstößt gegen die Regel, Kreaturen der Dunkelheit in die Festung zu lassen oder sucht ihr nach einem Kampf? Ja, genau danach suche ich. Genial, das heißt, wir können jetzt sogar das Zentrum da angreifen. Ich meine, wir laden jetzt, ich will jetzt nicht kämpfen mit dieser halbschwachen Armee und dieser Part ist schon lang genug. Aber das heißt, das nächste Mal werden wir noch da in der Mitte von Monteville, wenn der Kampf geht, ich habe jetzt nicht wirklich aufgepasst, werden wir probieren, da das Zentrum dazu zu befreien, dass dann auch wieder mit Camilla und Marius alles in Ordnung ist. Und dann werden wir uns auf eine weitere Insel begeben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.